Welches? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, es ist der 21.09. Wir sitzen in einem Auto, was nicht normal ist. Da kommen gerade die anderen zwei daher. Ihr wisst, was das heißt. Wir sind am Weg nach Rheinbach. So, ich übernehme mal kurz die Kamera. Mit welchem Kfz fahren wir heute? Also, der Hänger ist der alte. Und wir fahren mit dem Victor von Berni. Dieses Auto, wissen wir, hat uns nach Polen und zurückgebracht. Also 100.000%ige Zugmaschine. Ja, jetzt geht's um dieses Gespann hier, hätte ich gesagt. Beziehungsweise hier um dieses Teil. Nein, also ich bin guter Dinge, aufgehoben alles. Da kommt der Fabi mit, die Nina kommt mit. Also heute machen wir, sogar der Paul ist am Start. Also erstes Mal mit Papa am Track. Bin schon sehr, sehr hyped. Patrick und Felix kommen wieder. Heute können wir den ganzen Tag fahren, 13 bis 18 Uhr. Voll Action und wir machen einen Gruppenfamilienausflug. So, also grundsätzlich Auto hängt drauf, abfahrbereit, die laden auch noch um. Alles nochmal kontrolliert, so wie immer. Ja, wird beleuchtet, funktioniert auch, wie ihr gerade seht. Alles da, wo es hingehört. Jo, also, Berni, danke auf jeden Fall schon mal für den wunderbaren Vito, der uns hoffentlich hin und zurückbringen wird nachher wieder. Gut, dann werden wir sich in Greinburg sehen beim Abladen, hätte ich gesagt. In wenigen Kilometern und Augenblicken sind wir auf der Unfallstelle, wo das Ganze letztes Mal stattgefunden hat. Ich hoffe, dass wir heute das nicht wieder haben. Ich zeige euch gleich, wo das passiert ist. Hallo YouTube! Das ist ein Auto abbrennt. Das ist die Katharina Mama. Ja, ja, und die Bodenwelle war das. Da war der. Ja, da liegt doch immer eine Pylone am Boden. Okay. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Pinkel Pause hinter uns. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Jetzt werden wir die Shitbox da abladen. Und dann. Hoffentlich machen wir Action da, hätte ich gesagt. Wir haben es geschafft, Auto ist abgeladen, ein paar Minuten noch und dann. Ja, na, auf jeden Fall Auto abgeladen, wir haben es wirklich safe hier geschafft und da räumen wir das Auto da schnell aus, damit wir so wenig Gewicht wie möglich haben. Ja, und da sehen wir es gleich wieder. Okay. Heute testen wir gleich einmal das noch kürzere Tief, noch weniger Gewicht auf der Hinterachse. Schauen wir mal, wie wir davon schwimmen. Gut, das war das letzte Mal und dann sehen wir uns beim Fahren wieder. Paul, was machst du mit Blumi? Ich bin das jetzt am Radfahren. So, liebe Leute, eigentlich ist schon Fahrzeit seit einer Minute. Alle wärmen noch die Autos auf, nur wer macht wieder keine Autoaufwärmung? Ich, weil die Maschine funktioniert, ne? Na, Spaß. Auf jeden Fall, ja, heute sind wir schwer motiviert. Wir machen es besser draus, hätte ich gesagt, oder? Ich bin schon echt gespannt, was die Kamera vorsagt, wenn wir das erste Mal schon lange wieder mal fahren. Ja, wird cool, glaube ich. Es ist wirklich nicht zu überfüllt. Das sind echt hoppla, komplett überschaubar. Und der Ball ist mit, das ist so schön. Den ersten Reifenstapel haben wir hinter uns. Jetzt wird es einmal Zeit, dass du auch mitfährst. Aber ich habe nichts dafür können. Der ist wirklich mitten im Weg auf der Kurve gestanden und ich habe den so, aber wirklich, der ist geflogen.
Auto funktioniert schon von der Früh bis am Abend. Das ist ein Traum. Wirklich. So, wir machen jetzt mal einen kurzen Break, kurz vor 3 Uhr. Wir schauen zu ein paar Bekannten bzw. dem Brotrifter aus Österreich, der hier ansässig ist, neben dem Gelände, wo auch sonst. Schauen wir mal, ob er noch da ist. Also es geht um den Franz. Schauen wir mal. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum stehen da so viele Autos herum? Das sind alles Driftmisseln und Ausborgautos für Kreinbach, weil der Franz betreibt nämlich die Drift School in Österreich. Ja, und jetzt schauen wir mal, wo da ist. So, also auf jeden Fall, wir sind im Headquarter angelangt. Franz hat ein paar sehr, sehr schöne Autos stehen und das Projekt da oben, das wird so richtig, richtig heftig. Wir zeigen das einfach mal schon unauffällig her, das ist eine i36 Coupé und ich glaube, man sieht schon richtig Pro-Level LS-Motor drinnen. Also, wirklich heftiger Schiss. Sehr brutal. Ja, und sonst halt einfach Driftmisseln am Herumschrauben und Errichten. Also, coole Halle auf jeden Fall da. Und kannst auch gerne filmen, da draußen kann man fahren. Das ist ein wirklich arges Bild, sehe ich gerade. Das Fuel Cell hinten mit Bashbar, mit allem. So, also, was ich meine, das Ding wird wirklich komplett umgebaut zum Pro Drift Car. Also wirklich Dämpfer und Federn einen bei mir, 36 Fuel Cell hinten, Bashbar, also ist eine komplette Zelle. Allein die Vorderachse, Weißweb habe ich da gerade gesehen, die Krümmer drauf, das ist schon wirklich richtig, richtig fancy. Bist du behindert? Ja, und gleich drunter steht in Franz ein Procar, was schon bei Driftmasters mitgefahren ist. Das Ding hat ja, gut über 1000 PS, ist jetzt eh LS Kompressor drauf, das ist schon wirklich, wirklich richtig, richtig gut. So, das war ein kleiner Einblick in die Brotrift-Szene in Österreich. Nein, also jetzt die Leute, die es halt nicht kennen, ich habe mir gedacht, ich bringe das mal ein bisschen näher, was der Franz da macht. Der Mann ist 24 Stunden beschäftigt, ist Brotrifter in Österreich und hat nebenbei diese Werkstätte und ja, lernt den Leuten auch noch nebenbei, wenn sie wollen, driften. Also falls ihr Interesse habt, driftschule.at, euer Mann oder beziehungsweise RB-Tools, Green Door Garage, kann man auch googeln. Und was machen wir jetzt? Jetzt, liebe Leute, werden wir nochmal eine Pinkelpause anstreben, machen, tun und dann werden wir nochmal den E36 anreißen, denn wir werden Reverse fahren, das heißt, so wie die ersten Male auch, wir fahren die Strecke andersherum gefahren. So, erste Mal mit der Beifahrerin. So, jetzt fahren wir kurz wieder da warm. Kurz nur neues Setup, kurz Differential. Traumhaft. Also wirklich dritter Gang mit einem 316i ist another level. Thank you.
Ja, das sagt die Kamerafrau. Super. Gell, es geht schon langsam, Alter. Also das Ding ist unberechenbar, aber gleichzeitig berechenbar. Nein, es macht wirklich, wirklich Spaß, oder? Sag. Ja, es, super. Für das, was es ist, geht es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, muss mir auch einmal passieren. Ich hab's geschafft. Ich bin so weit reingerutscht, dass ich nicht mehr rauskomme. Läuft. Na. Wieder zurück. Oh, zurück geht schon, aber. Na. Komm nicht mehr raus. Gut, ich glaube, wir brauchen jemanden zum Abschleppen. Ich hab kurz den Abschlepphaken da drauf montiert. Und wir sollten gleich gerettet werden. Meine Stoßstange haben wir noch gar nicht da angeschaut, hinten rechts, was wir vorhin mitgenommen haben. Die Rettung naht! Limo lebt wieder! So, jetzt fahre ich dich kurz raus, ich schau mal kurz draußen das Damage an. Ich hoffe nicht, dass meine Stoßstange komplett runterhängt. Aber es ist, macht Spaß. Macht sehr viel Spaß, Freunde. So, wo sind wir reingeladen? Ich nehme du nichts, oder? Oliver, danke. Ja, danke. So, liebe Leute, wir fahren jetzt mal wieder eine Runde beim Profi mit. Also, auf geht's ins Patricks Auto. So, da. Also, Patricks Auto kommen wir letztes Mal noch vorne, glaube ich, rechts war da kaputt. Gut. Musikanlage ist auch am Start. Dann geht's ab, hätte ich gesagt. So, da. Auf geht's. Bist du wieder, Mann?
das ist Winkel und Vortrieb. Boah. Boah, die ist heftig. Wenn das geht, Alter. Boah. So, na gut, was habe ich auch noch nicht machen müssen, außer bei mir vorhin. Autoschicht im Schacht, alles ausgerissen. Wir warten ja, auf den Stapler. Na gut. Unser Ablebwagen ist bereit. Holt nachdem dann nachher der Patrick von selber, Alter, das war ein guter Mann. Wen macht der Schwäler selber kaputt? Ah, das tut das nicht weh. Ah! Warum kann der das? Schon an, Alter, wie der Kurbel. Drecksack. Boah, Alter, das ist gerade. So, wie hebt man das auf, ist die Frage, ne? Okay. So, also ich probiere gerade den Patrick sein Auto, beziehungsweise was habe ich vorhin gesagt gehabt. Endlich einmal eine Runde fahren ohne irgendwas kaputt bei Patrick, und das hat sich schon wieder als alles andere übrig. Auf jeden Fall Quellen gehabt, ich habe sich sein Video komplett ausgerissen, Kugelbolzen nach außen, und auf einmal sind wir geradeaus weitergefahren und hat gesagt, ja. So, also Patrick hat das mittlerweile auf Hänger, der Mann schraubt schon brav herum. Kurz fassen hat, lege ich alles ab. So, also wenn das funktioniert, hat der Felix schon gesagt, da brauchen wir auf keinen Fall mehr Leistung. Ich bin auch da. Zu dritt in dieser Limousine drinnen. Boah, das kann was werden. Ich tast mich einmal ran, ja. Thank you.
gell? Okay, ja. Na, Rennstrecke, alles gut. So, wir machen jetzt keinen Trieb, wir fahren jetzt brav zurück. Machen wir es fest. Und immer sicher. Mal zulass. Schaut, wer am Fahrersitz sitzt. Herr Bangerl himself, Alter. So slowly, der macht das, der macht das. Das erste Mal auf der Rennstrecke mit meiner Karre, aber er fühlt das. Und er fährt eigentlich aggressiver als ich, Alter. Muss man wirklich sagen. Der hängt da drauf. Ja, ja! Bist du deppert? Wer macht das? So, liebe Leute, abschließende Worte. Der Tag war heute wieder mal on point, hätte ich gesagt. Viel Action, viel Trauer dabei, oder? 318i funktioniert. Also, ich habe jetzt wirklich schon von vielen Leuten schon gehört, das Ding. Funktioniert, hat so keinen Vortrieb, weil man müsste dann ein bisschen herumspielen mit dem Grip-Setup, damit man ein bisschen mehr Vortrieb hat, aber dann ist die Frage nachher wieder, ob nicht der Motor zu schwach ist. Egal, werden wir alles herausfinden in nächster Zeit. Das Auto hat so in der Früh bis am Abend funktioniert, das hat nicht einmal überhitzt. Nicht. Passt das an? Nach dem Unfall, wie wenn nichts gewesen wäre. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wir haben genug gefilmt. Jetzt werden wir noch mal aufladen, das werden wir nachher nicht mehr filmen und werden dann nachher nach Wien fahren und wir sehen uns die nächsten Tage wieder, wenn wir zu dem Ding zurückkommen. Aber in der Zwischenzeit liken, teilen, abonnieren vergessen und schreibt einfach in die Kommentare und danke für den. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.